Das sind wieder so Hardcore-Lobbys an einem Mittwochabend, ey. Warum erschießt er mich nicht? Ah, scheiße. Das war so knapp. Ja. Heftig knapp. Ja, dafür hat mir richtig fett in den Kopf geschossen. Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars. Wir haben ein kleines Experiment gestartet, wie man von das hier... Och, wie viel Glück habe ich... Kein Bock mehr auf das Spiel. Auf das kommt. Juhu! Scheiße, hört sich an wie so eine Zahnpasta-Werbung. Naja, der Begriff Reverse Boost ist vielleicht den einen oder anderen bekannt. Und wem es gerade in den Fingern juckt und einen Kommentar schreiben will mit üb doch einfach besser zu werden. Ja, danke für den Kommentar, kriegst ein Herz von mir. Kurz erklärt, was ist überhaupt Reverse Boost? Bei Reverse Boost spielt man extra schlecht, um dem SBMM, den Skill-Based Matchmaking, vorzugaukeln. Ey, ich bin so scheiße, lass mich doch mal in eine einfache Lobby, bitte, bitte, bitte. Was man dabei genau beachten sollte, also wie funktioniert überhaupt Reverse Boost, zeige ich euch im Laufe des Videos. Im Hintergrund seht ihr schon ein paar Szenen, wie wir auf den Sack bekommen haben. Damit das Ganze nicht ganz so traurig ist, habe ich auch ein paar Kills dazwischen geschnitten. Wir haben an einem Mittwochabend gespielt, ganz normal, natürlich ohne VPN, um einfach mal einen Richtwert zu bekommen, in welchen Lobbys wir überhaupt so normalerweise landen. So, und da sieht man, unsere erste Lobby war eine 1,17er Lobby. Wir sind 59. geworden. Geil. Danach ging es sogar noch hoch auf eine 1,21 Lobby, also Average KD. Durchschnittliche KD, muss man dazu sagen. Dabei gibt es natürlich auch von bis Spieler, welche die ganz, ganz schlecht sind, aber auch welche, die sehr, sehr gut sind. Und das ist natürlich der Durchschnitt, erklärt sich eigentlich von selbst. Und wie ihr seht, sind wir am Ende bei einer 1,25 Lobby gelandet. Ja, ich weiß, der eine oder andere von euch hat noch viel, viel krassere Lobbys und so weiter. Aber für uns ist das schon extrem schwer und eine extrem hohe Lobby, finde ich. Danach haben wir auf jeden Fall mit dem Reverse Boosten angefangen. Wir haben insgesamt 5 Runden gespielt. Und was man nicht machen sollte, ist sich einfach selbst killen. Also ein Selbstmord bringt nichts. Schon in der Pre-Lobby sollte man unbedingt zeigen, dass man der absolute Noob ist und das Game zum ersten Mal sieht. Ihr solltet darauf achten, langsam zu laufen, nicht zu sprinten, auf jeden Fall kein Slide-Cancel zu machen. Wenn es dann ins Game geht, zieht ganz früh den Fallschirm, wie es auch jemand machen würde, der zum ersten Mal aus dem Flugzeug springt. Nicht kappen, einfach runtergleiten, gute Zeit haben in der Luft. Ja, und dann, wenn ihr am Boden seid, keine Platten nachlegen, so gut wie nicht looten, nicht anvisieren, immer schön daneben schießen, langsam hinterm Gegner herschleichen und euch natürlich ordentlich killen lassen. Was ganz klar ist, den Gulag braucht ihr nicht gewinnen. Ja, wie gesagt, wir haben insgesamt 5 Runden Reverse boostet, also 5 Runden schlecht gespielt am Stück. Und man sieht es hier auch schön an den KDs auf der Webseite wieder. Genau in dem Moment, wo wir angefangen haben und gesagt haben, ey, lass mal jetzt Reverse boosten, haben wir schon eine schlechtere Lobby bekommen, eine 0,91. Und das zieht sich so durch, eine 0,84 war auch mal dabei, 0,92. Aber wir haben weiterhin schlecht und schlecht gespielt. Ihr seht, wir haben 0 Kills gemacht, niemals den Gulag gewonnen und auch so gut wie gar nicht Schaden gemacht. Und danach hat SBMM gesagt, okay, die sind echt scheiße. Und bevor die jetzt den Spaß am Warzone verlieren, schieben wir die mal in eine leichte Lobby rein. Und jetzt gleich seht ihr natürlich das Ergebnis aus diesem Reverse-Boosten und wie so eine Lobby aussah. Nochmal vorweg, bevor die Runde losgeht, das war an dem Abend nicht die geilste Runde, besonders nicht von mir. Die Tage kommt noch ein Video raus, wie wir richtig viel Spaß haben mit Reverse-Boost, wie wir gute Kills machen und geile, geile Lobbys haben. Also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie eure Meinung zu Reverse Boost ist. Findet ihr das fair oder findet ihr das unfair? Und mir schwirrt gerade so im Kopf, hey, was passiert eigentlich, wenn ich noch VPN dazu einschalte? Also VPN und Reverse Boosten. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt auch gerne in die Kommentare oder lasst ein Like da. Und jetzt seht ihr kurz die Runde, kurzen Zusammenschnitt und am Ende zeige ich euch nochmal, was für KDs da rausgekommen sind und wie lange Reverse Boost anhält. Einen habe ich K.O. Wer ist hier hinter? Hab den geblendet. Oh, der ist noch gerollt. Tot. LKW von links. Der geht zum Shop. Der hat gar nichts mitbekommen. Hat sein Mate noch gekriegt. Es kommt auf uns zu. 2 Leute. Tot. Kannst du mir sagen, wieso ich 0 Kills hab? Keine Ahnung, weil ich alle weggesnackt hab, glaube ich. Ich sehe ihn leider nicht. Ah, da.
Hier. Oh, der hat mich. Ah, ich hab zu spät gesehen. Was? Lass dich doch nicht töten! Das hätte ich nicht verlieren dürfen. Jetzt in der Mitte kommst du dir rüber. Soll ich da eben hingehen oder was? Boah, bitte, ey. Ich will die Runde nicht verlieren. Auch wenn ich da mit 0 Kills rausgehe. Richtig. Rechts ist der? Da ist er. Ja. Nice, Simon. Wenn ich auch noch was geleistet hätte, wäre das eine coole Runde. Kann ich ihn looten? Hat er was Schönes? Keine Ahnung. Da kommt auf jeden Fall ein Fahrzeug. Was hat er? Da kommt jemand. Jo, der ist sogar in meine Mine reingelaufen. Nice. Und, hast du die 10er-Bombe schon voll? Ja, jetzt. Gut. Nö, ich wollte auch gar nicht mitspielen. Ey, da kommen wirklich noch welche runter. Hier. Ich verfolge sie. Die sind in dem Wasser. Im Wasser sind die drin. Ja, ich sehe ihn. Hier. Aber die schießen nach links, ne? Sniper, ja, ich weiß. Hab ich, K.O. Komm, wir machen für dich die 20er-Runde. 20er-Bomben. Hab einen, die sind nach links gesprungen, die sind hier. Aber der andere schießt wieder auf mich. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen, wo der hergeschossen hat. Ich auch nicht. Aber lass sie kommen. Wir machen easy. Ja, genau da. Ja, aber der hat wieder aus dem Fluss mit aufgeschossen. Der andere schießt hier oben. Wo? Da so, auf der Höhe. Ich lenke den ab. Ah ja, ich sehe ihn. Der hat nur Sheetbreak. Ich hab nur seinen Kopf gesehen, der hat gerade Sheetbreak. Der muss gleich kommen, Zone kommt. Bei dem. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone. Der ist hier dahinter am Felsen gewesen. Sie. Was? Kein Blick drauf. Ah, der hat mich, scheiße. Wir brauchen dich, Simon. Hier landet einer. Hier. Auf gelb oder was? Ja, der ist hinter dem Hügel hier irgendwo gelandet. Ja, ich sehe ihn hier. Ah, ich sehe ihn nicht mehr. Hab ihn. Alter. Bastard. Ja, wir müssen hier raus. Ja, safe. Ey, hier sind auch noch welche, Philipp. Und darüber gehen vielleicht? Okay. Weil da ja, wissen wir, wo halt die sind. Voll open, ne? Ja. Da. Die laufen hier vorne. Der Cheat Break. Hab ihn geblendet. Ich weiß nicht, ob der alleine ist. Mein Gott, stirb doch. Hab ihn K.O. Hab seinen Mate K.O. Ja, hab beide. Nice. Die haben alles hier. Jo. Eklig open, diese Zone. Ja, ich hab einen Luftschlag. Wir müssen, Ich hab einen Cluster auch. Und ich hab einen Kill, Simon. Wie hab ich denn jetzt wieder nur einen Kill bekommen? Egal, die Runde ist für dich. Wir machen hier die 20-Bomb full. Das wird nichts mehr. Noch 6 Leute. Ah, ich sehe einen. Der ist hier unten. Shield Break. Oh, ich hätte länger zielen sollen. Ich guck mal nach rechts. Der ist hier. Ich gebe ihm einfach ein Cluster. Dann muss er sich bewegen. Hast du ihn? Nein, läuft hier. Ist hier hinter. Außerhalb der Zone. Ah ja, ich sehe ihn. Warte, ich kill ihn, warte. Oh, der hat geruckelt. Der leckt übel. Ey, der hat nochmal Shieldbreak. Ich hab ihn K.O. Okay, dann hat der Selfie aber. Mach ein Cluster drauf. Hattest du nicht noch einen Luftschlag? Oh, ich wurde von rechts gesniped, Simon. 148, ja. Oben aus dem Gebäude. Ja, hab ich gesehen. Ich liege safe, ne? Oh, links. Nein. Was auf, der hat auch einen Sniper. Und oben im Gebäude, der hat einen Sniper. Und der ist jetzt K.O. Okay. Der. Ja, ist deine Runde, komm. Jawohl. Der ist auch noch K.O. Alter, wie viel. Ja, wie viel sind denn da? Hat der noch. Ah, der hat noch einen wiedergeholt. Deswegen.
Platten. Hä, wo hat er denn einen Jäger geholt? Hol mich wieder. Und Scheiß. Ich fahr mit dem Auto rum. hol dich Selfie, wenn du noch kannst. Ich guck. Hier. Live Mark. Oh, er ist direkt vor mir. Ah, hab ihn. Nice, Simon. Ist der... Nicht der Letzte. Nein. Hier. Und der andere ist hier. Und da snipert einer. Für mir das Auto. Okay, der Sniper hatte schon eine Shield Break. Oh nein. Nicht. Hab ihn. Wo ist der andere? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Hier unten drin, vor mir. Shieldbreak. Live Mark, hol ihn dir bitte. Hab ihn, K.O. Zwei noch. Einer. Wie viele noch? Selfies one haben on die denn? Ah, da ist er. Sniper ihn weg. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Wichtig. Mit C4 jetzt. Nein, mach ihn richtig weg. Das Gas weitet sich aus. Oh, weißt du, was schön gewesen wäre? Ein Finisher hinterher. Ein Finisher, ja. Alter, das war eine geile Runde. Ja, für mich auch. Aber ich habe halb so viel Schaden wie du. Ich bin einfach ein gutes Teammate. Ja, danke. Ich bin Zuspieler, ich bin Assist, ich bin scheiße. Also, nachdem wir 5 Runden Reverse boostet haben, sind wir in der Lobby gelandet mit einer 0,65er Average KD. Haben dort 17 Teamkills gemacht. Ich habe den Gulag nicht geschafft, hat man ja gesehen. Der Simon hatte auf jeden Fall mega viel Spaß, ich natürlich auch. Aber jetzt nochmal zum Thema, wie lange hält das überhaupt an? Wir haben danach noch 2 Runden gespielt, sind einmal Dritter geworden, haben 22 Teamkills geholt. Und danach die Runde sind wir nochmal Erster geworden mit 19 Teamkills insgesamt. Und ihr seht, es geht schon ein bisschen wieder Richtung schwerere Lobbys. Was ist ein Wort? Schwierigere Lobbys. Also so gut wie Reverse Boost in die andere Richtung funktioniert, so schnell ist man aber auch wieder in hohen Lobbys. Deswegen muss man das natürlich leider öfter mal wiederholen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, von solchen Experimenten, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ihr wisst, wie das funktioniert. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.